Hey zusammen, hier mal etwas anderes Video und zwar kein Markierer, sondern ein CF20 Magazin. Kunde bemängelt, dass es nicht konstant durchläuft, dass es hakt. Das ist ein Problem, was wir öfters haben. Und dass der Winder hier nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren soll. Und das hört man sogar, wenn man ihn dreht. Also wenn man das hört, das klickt nie mehr so schön. Ich habe hier, glaube ich, noch ein anderes. Eins aus unserer Live-Lotte. Das klickt halt viel lauter und viel besser. So. Und ich zeige euch mal eben, wie wir so Probleme halt schnell lösen können. So, und zwar schrauben wir es erstmal auseinander. Dafür einmal die Klappe abnehmen. Am besten vorher einmal entspannen das Teil. Und die Schräubchen lösen. Das sind nur 4 Schräubchen, das geht relativ schnell. Ups. Außer man schmeißt sein Werkzeug runter, dann dauert es ein bisschen länger. So. Dann können wir einmal die obere Klappe abnehmen. Fädeln das hier durch, legen das mal beiseite. So. Was haben wir jetzt hier? Wir haben einmal den Winder mit dem Follower, das Teil hier. Und Jalousie nehmen wir auch mal raus, der Feder und dieses Teil hier. So. Und jetzt ist die Sache. Es kann entweder am Winder liegen, sprich hieran, dass es nicht mehr so schön klackt, oder es liegt hieran. So. Was auch oft das Problem ist, dass der Follower meistens hier so in dem Bereich hängen bleibt. Sprich, er hat Leerschüsse, es kommt kein Ball raus. Das hat in der Regel mehrere Gründe. Oder in der Regel hat ein Hauptgrund. Und den Hauptgrund sieht man bei diesem Magazin sehr, sehr gut. Und der ist einfach nur Dreck. So. Gucken wir mal, ob ihr das sehen könnt in der Kamera. So, wir haben hier Dreck drin. Wir haben hier Dreck drin. Wir haben hier unten Dreck drin. So, wir haben wahrscheinlich sogar hinter diesem Teil auch Dreck. Nehmen wir das mal raus. Ja, da haben wir auch Paint, Sand, alles Mögliche. Und das ist halt das Hauptproblem, warum die Follower irgendwo hier unten hängen bleiben. Weil dieses Teil halt irgendwann ein bisschen hochspringt und dann funktioniert es einfach nicht mehr richtig. So. Deswegen, wenn ihr irgendwie im Sandkasten gespielt habt oder irgendwo spielt, wo halt viel Dreck ist, auf dem Magazin in den Sand fällt, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, das Ding ist voller Sand. Also, das ist das Problem. Hier drin ist es kein Problem, das ist nur die Jalousie, die hoch und runter geht. Aber halt hier drin ist das größte Problem, was wir haben können bei dem Magazin. Und es ist leider auch unvermeidlich, weil Woodland-Spielfelder sind halt in der Regel im Wald. Wald hat Erde auf dem Boden, wie wir alle wissen. Und deswegen ist da immer ein bisschen Dreck drin. Deswegen, wenn ihr Probleme habt, nehmt das Magazin mal auseinander. Ihr habt gesehen, es sind 4 Schrauben, nehmt alles raus. Pass auf die kleine Feder auf, die springt gerne mal raus. Und mach das Ding einmal sauber. Einfach unter fließendem Wasser einmal reinigen und gut ist. So. Nehmen wir hier ein bisschen was. Ah, hier ist eigentlich nur Paint drin. Mehr ist da nicht viel. Und dann ist das ganze Problem erledigt. So. Warum das jetzt hier nicht so schön klickt, müssen wir halt mal gucken, woran das liegt. Es kann natürlich auch sein, dadurch, dass der Dreck hier drunter war, also unter diesem Teil, dass das ein bisschen höher stand und halt nicht mehr perfekt eingehakt hat, sondern einfach nur noch über die Kante gerutscht ist. Das schaue ich mir gleich mal an. Ich mache das erstmal kurz sauber. Sprich, ich spüle das einmal kurz durch und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir testen das nochmal. Bis gleich. A few moments later. So, da bin ich wieder. Einmal kurz unter warmem Wasser mit einer Bürste einmal durchgespült, sauber gemacht. Und das Ding sieht halt fast wieder aus wie neu. Der ganze Sand da vorne ist raus, da war ja alles voller Sand. Die Führungen sind sauber, hier ist alles sauber, alles komplett sauber gemacht. Das Ganze hat mich jetzt, vielleicht eine Minute gekostet und gut ist. Also könnt ihr auch machen, ist kein großes Hexenwerk. Dann Follower und Winder mache ich einmal kurz mit dem Tuch sauber. Ich möchte ungern, dass das Kabel halt nass wird, weil das dauert ein bisschen, bis es trocknet. So, hier ist auch noch ein bisschen Sand drin, da gehe ich mal kurz mit der Zahnbürste rein. Nehme da den restlichen Schmutz raus. Dann haben wir das auch sauber. Dann haben wir hier noch das Teil. Ich vergesse mal, wie das heißt. Ledge, glaube ich, oder so. So.
einmal kurz sauber gemacht. Wunderbar. Machen wir auch die Stange nochmal sauber, wenn wir eh gerade dabei sind. So. Und dann machen wir schon alles. Dann können wir den ganzen Spaß wieder zusammenbauen. Das ist immer so ein bisschen tricky. Das mit der Feder hier. Ich könnte auch immer gepflegt im Strahl mich übergeben, hier einzubauen. Zwar muss, also schau mal hier, die Feder hier reingelegt, Stift kommt hier durch und dann muss das Teil hier in dieses Teil rein. Das ist immer so ein bisschen, ich mache es immer so. Was ich mache ist, ich lege das so auf, kann man das hier gut sehen, ja, kann man gut sehen. So, und dann gehe ich hin und drücke dieses Teil einfach da runter. Guck, dass der Pin halt noch runter geht. Der hakt manchmal nicht ein, da muss man ein bisschen kräftig drücken. Und dann ist das Teil auch schon zusammengebaut. So, drin ist er. Funktioniert wieder. Dann machen wir hier noch die Feder eben ein bisschen sauber. Setzen die Feder halt ein, klack. Schieben das Teil zurück, gucken, dass es halt direkt in seiner Führung ist. Ihr habt hier so eine Führungsschiene hier drunter. Da sollte das gut drin liegen. Dann einmal den Winder und dann können wir schon mal drehen. Ja, das hört sich schon direkt viel besser an. Dann fummeln wir hier den Follower einmal durch. So. Setzen das Ganze auf. Dann springt eine Feder raus. Klassischer Vorführeffekt. Klar, hier ist alles in der Spannung, da muss man so ein bisschen gucken, dass alles ein bisschen da bleibt, wo es hingehört. Und dann so, Patch, alles aufsetzen, Schräubchen festdrehen, 1, 2, 3 und die vierte. Nachziehen, gucken, ob sie fest sind. Wunderbar. Gucken wir einmal, ob der Jalousie funktioniert. Ja, funktioniert. Wunderbar. Löst die aus? Ja, sie löst aus. Dann setzen wir den Follower wieder rein. Dafür mache ich die Jalousie immer einmal auf. Das ist ein bisschen einfacher. Und wichtig ist, das hier ist die Seite, die vorne ist. Das heißt, die geht zum Ball einmal in die Führungsschiene rein, nach vorne. Und dann lasse ich die oben rausgucken. Und die Jalousie hält das Teil halt fest. Das ist relativ gut. So, dann ziehe ich die Feder einmal ein bisschen auf. Dass sie ein bisschen kleiner ist und hier reinpasst. So. Deckel drauf, arretieren, runter und dann gucken wir mal, ob das Teil wieder gut funktioniert. Wir drehen einmal, schön laut, geht leicht, bis zum Anschlag, funktioniert, Jalousie geht auch zu und ihr habt das Magazin repariert. Einfach und simpel. Eine Sache möchte ich euch noch sagen. Und das ist leider so eine Sache, die haben wir sehr oft und das passiert halt relativ oft. Und das ist halt eigentlich ein dummer Fehler, ist es nicht, aber es ist ein bisschen Unwissenheit. Wenn ihr jetzt hingeht und löst das Magazin aus, wenn keine Paintballs oder First Strikes drin sind, ihr drückt hier auf dieses Teil, dann rauscht der Follower mit voller Wucht hier oben gegen. Habt ihr die Jalousie zu, ist es nicht schlimm. Habt ihr die Jalousie auf und macht das dann, dann ist es so, dass diese beiden Nupsis hier, die die Führung halten, hier oben gegenschlagen, gegen diese beiden Kanten schlagen die beiden Nupsis. Und diese beiden Kanten hier, die sind nur, ich glaube, nur Millimeter dick. Ich habe jetzt gar keine Messlehre hier, würde ich nachmessen. Und die Feder hat so viel Wucht, dass sie die hier ausschlägt. Deswegen, wenn ihr das Magazin entspannen wollt, weil ihr es aufgezogen habt und nicht mehr braucht, die Dinger rausgeholt oder sonst irgendwas, dann geht hin, haltet den Daumen hier drauf, drückt mit der anderen Hand dieses Teil hier und dann lasst ihr das etappenweise los. Und dann habt ihr auch kein Problem, dass das Magazin kaputt geht oder sonst dergleichen. Wunderbar. Wisst ihr, wie ihr im CF20-Magazin reparieren könnt und ich wünsche euch bei eurem Magazin viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.